Hier sind die Mieten in den letzten 10 Jahren in Berlin am stärksten gestiegen. Und zwar im Schnitt um 80%. Das ist eine riesige Schweinerei. Und ihr könnt euch sicher sein, dass viele Menschen diese Mieten sich nicht mehr leisten konnten und ganz direkt an den Stadtrand verdrängt worden sind. Oder in ihren Wohnungen zusammenrücken müssen. Das betrifft vor allem Familien und kaum noch Platz haben. Und das alles nur wegen gottverdammten scheiß Kapitalinteressen. Zum Kotzen! Eigentum ist Diebstahl und die Häuser denen, die drin wohnen, verdammt nochmal. Und die sie brauchen. Der Hausgemeinschaft Friedrichstraße 54 und vom Kiezladen ins Leben gerufen, vor 1,5 Jahren, mit einem Anspruch, der selbstverständlich selbstorganisiert ist und solidarisch. Das heißt, von Anfang an waren Parteien nicht willkommen und genauso wenig wie städtische Einrichtungen wie das Quartiersmanagement oder so, die ja die Gentrifizierung auch vorangetrieben haben und auch dafür geschaffen wurden. So. Ja, die Kiezversammlung gibt es jetzt eine ganze Weile schon. Sie funktioniert weiterhin jeden ersten Sonntag im Monat um 12 Uhr hier um die Ecke in der Manege, in der Weserstraße, da bei den lustigen Fröschen. Kann man hinkommen, kann sich mit anderen Menschen austauschen und zusammentun, gemeinsam der Verdrängung in dieser Stadt und vor allem in unserem Viertel hier, in unserem Kiez, in Nordneukölln, Reuterkiez, Friedekiez, etwas gemeinsam dem entgegensetzen, selbstorganisiert und solidarisch. Jeden ersten Sonntag im Monat. Alle Menschen, die hier leben, sind herzlich eingeladen, dahin zu kommen. Denn nur gemeinsam können wir was ändern. Für die Stadt von unten, rebellische Kieze. Wir bleiben alle.